So, hier wird es etwas leiser, etwas ruhiger und nun in die A321 Osnabrück. Ich will zurück nach Osnabrück. Oh yeah. So, wir sind recht früh da. Wir wurden wieder exzellent hierher gefahren. Vielen herzlichen Dank. Heute weibliche Kraft, ist auch selten. Aber damit heißt es, der Horn ist an Bord, es kann losgehen. Morgen. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Der Horn sitzt in der, ja, ganz selten, in der Notausgangreihe. In der Emergency Exit. Ich meine, ich weiß gar nicht, hier habe ich, glaube ich, auch noch nie gesessen. Aber heute kann der Horn sozusagen auf fast allen Plätzen der Business sitzen. Denn wir sind heute nicht so voll. Und wir sind completed, das ist natürlich großartig. 321 Osnabrück. In Osnabrück findet der Horn sein Glück. Würde ich nicht unbedingt sagen. Aber wir sind jetzt elegant hierher gebracht worden von einer Chauffeurin. Hat eine gewisse Ruhe und Serenität. Nun werden die Dinger hier alle in Flight gesetzt. Das ist dieses gelbe Teil. Und erst wenn die gesetzt sind, geht's los. Also, das bedeutet, wir haben jetzt einen wunderschönen Flug nach Zürich vor uns. Dort hoffe ich ja noch in die kleine Hornbase zu gehen. Also das heißt, da ist ja nicht die kleine, das ist ja unsere First Class in der A, im A-Bereich. Wenn wir also da in der Nähe ankommen, hüpfe ich da nochmal schnell rein, werde dort noch so ein kleines, naja, vielleicht ein Gläschen ist ein bisschen früh, ne? Für ein Gläschen Champagner, aber für einen schönen Cappuccino, für ein kleines Ho-Ho-Ho, wie das ja hier sozusagen der Fall ist, ist das bestimmt noch möglich. Und da sagen wir bei den Schweizern ein Grüezi. Servus in Österreich, Grüezi in der Schweiz und ein Hallo in Deutschland. Super. Übrigens, wir haben so viel Platz, dass ich mich direkt auf den Freiraumplatz gesetzt habe. Auch nicht schlecht. Devices on board. Yes. Please read the information in your Lufthansa magazine. Also da gibt es jetzt zum Beispiel Kaffee an Bord. Die Tassen sind eiskalt. Und wenn jetzt sozusagen der heiße Kaffee da reinkommt, wird der sozusagen ja schon abgewertet. Mit bedient, vielen Dank. Sehr nett. Ganz toll. Und muss dann eben feststellen, dass der Kaffee, wenn ich da jetzt nicht gleich anfange zu trinken, lauwarm ist. Und dann schmeckt der Kaffee an Bord auch nicht. Es ist also in dem Sinne wirklich entscheidend, dass man so eine Tasse vorher mit heißem Wasser ausspült. Einmal, weil es dann sauberer ist und zweitens, weil dann, wenn heißer Kaffee reinkommt, der wenigstens heiß ist. So, was ich natürlich eine schöne Idee finde, ist ja immer noch der Orangensaft, weil das ein frisch gepresster Orangensaft ist, den es in der Business vormittags gibt zum Frühstück. Und
ist nochmal so eine kleine Steigerung. Also ich finde, der duftet gut und der hat auch einen schönen Geschmack. Mag ich sowieso gerne Orangensaft, wo Fruchtfleisch drin ist. Gibt natürlich auch industriell hergestellte, aber gehe mir davon aus, dass sie das hier auch in einer größeren Menge herstellen, aber eben frisch vielleicht in der Nacht machen, sodass noch zwei Vitamine dabei sind. So, das Frühstück ist ja klassisch an Bord. Ich bleibe weiterhin beim Brötchen. Es gibt Butter, es gibt Käse, Schinken und vor allem so eine Müsli, Bircher Müsli-Art. Und natürlich eins, wo ich immer sage, da steige ich immer nicht drauf ein, das sind diese Müslis hier, allein 20 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Und so ein Müsli-Riegel hat 100 Gramm. Und davon sind 580 Kalorien. Also ich meine, das ist schon extrem viel. Das kann man nicht anders sagen. Da sage ich immer, lasse ich lieber. Ich habe ja auch gut im Försters Terminal gefrühstückt. Da kann ich also ganz entspannt bleiben. So, wir fliegen nach Zürich. Ich hoffe, wir kommen einigermaßen pünktlich an, weil wir sind 10 Minuten später abgeflogen, weil irgendwelche Koffer wieder ausgeladen werden mussten. Das sind alles immer so Dinge, alles auf den letzten Drücker. Ich meine, Gäste, die Anschlussflüge haben und die nicht ankommen, das sieht man ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form. Da fehlt noch ein bisschen Kommunikation. Genauso auch mit der Sitzplatzreservierung. Ich bin nun ganz nach hinten gegangen, weil hier ist es relativ leer, hier kann ich auch ein bisschen quatschen. Ist ja meistens auch immer sehr laut an Bord. Ist die Tonaufnahme sowieso schlecht. Aber ich habe das jetzt heute mal so gemacht und dachte, oh, da kann ich hier hinten zumindest ein bisschen schön entspannt auch mit euch plaudern. Der Flug jetzt nach Zürich ist relativ reibungslos. Die Crew hier ist sehr nett. Eine Mitarbeiterin relativ jung noch, sehr unerfahren, so schüchtern. Ich weiß nicht, ob sie lachen, also schmunzeln oder nicht schmunzeln, sondern lieber mal neutral bleiben. Also so. Und da kann ich eigentlich nur jedem Flugbegleiter den Tipp geben, ein Lächeln, egal wie, ist immer besser als neutral. Weil so ein kleines Lächeln, einfach nur so. Man muss nicht ein Smiley machen, aber statt rein. Ist ein kleiner Unterschied. Und schon ist der Gast, hat er das Gefühl, ah, er ist willkommen an Bord. Ich weiß, dass das Unsicherheiten sind, aber da fehlt es in der Schulung. Da müsste in der Schulung mehr darauf hingewiesen werden, dass ja das kleine Lächeln viel mehr bewirkt als ein neutrales Dasein oder so. Ja, auf jeden Fall. Aber das sind Dinge, die man natürlich auch gerade im Bereich der Schulung am besten lernt und da natürlich auch am besten übermittelt bekommt. Und hier fehlt, denke ich mir schon, in der einen oder anderen Schulung die Situation, dass die praktische Flugerfahrung, also Menschen, die zum Beispiel wie ich, wenn ich in so einer Schulung dabei wäre, könnte ich natürlich denen, die da was lernen wollen, eine viel bessere, viel qualifizierte Information geben, weil ich ja ein echter Vielflieger bin, als dass zum Beispiel, wenn die Kollegen einen sogenannten Gast spielen sollen, dann sind die zwar auch schon Gast gewesen, aber die denken ja ganz anders, ja, also haben gar nicht unsere Denkweise. So, das war ein netter Flug. Wir gehen schon fast runter. Also mit Hoffnung kommen wir pünktlich an und ich kann auch in die First Lounge, in die Honbase in Zürich. So, das ist Zürich gelandet. Wir sind ein bisschen später angekommen. Das bedeutet, dass mit dem Thema Lounge wird schwierig. Your next connection is to Malaga. Please follow the screen left. Na, wir gehen mal hoch. Also es ist jetzt nicht Malaga, aber wir gehen mal hier hoch, weil wir haben ja Anschlussflug und vom Anschlussflug wird man zumindest noch eine Info kriegen. Zürich haben wir noch keine Info, wo es jetzt genau mit dem Anschluss weitergeht. Das heißt, ich muss jetzt mal sehen, Athen, wie bin ich am besten aufgestellt? Wir haben ja hier noch engere Anschlusszeiten als zum Beispiel in Frankfurt. Und hier weiß ich, nicht 100%, aber einigermaßen, abgeholt wird man hier nach 20 Minuten. Also wenn 20 Minuten Zeit ist.
Aber auch zum Abflug, also das verstehe ich nicht. Also das muss ich wirklich nochmal klären. Das will ich mir erklären lassen, warum die das zum Abflugszeitpunkt machen und nicht zum Boarding. Weil es dumm sind, ne? Ja. So, jetzt aber erstmal gucken, wo ich hin muss. So, wir haben jetzt also B35, soll es sein. Das heißt, wir gehen aber trotzdem jetzt nochmal in die Lounge und lassen uns da nochmal bestätigen. Weil auch von hier nach B ist es nicht so weit. So, hier ist ja die Senator und Business Lounge. Das ist ja die neue. Ich denke mal, der eine oder andere war ja von euch mittlerweile auch schon hier drin. Wir gehen aber ein Stück weiter. Ich muss mal sehen, haben wir hier? Nee, noch ein Stück weiter ist die A-Lounge. Ach Gott, ja, dann denke an die Eröffnung. Ha. Unsere Honvis in der Swiss. Da gehen wir mal hinein, gell? Nicht wahr? Jups, und drehen uns einmal im Kreis und sagen, das ist, hallo, das ist sozusagen die Kurzinformation, kurze Wege zum Gehege. Und dann husch, husch, husch. Ja. Grüezi, hallo, hallo. Wie geht's Ihnen? Dankeschön. Gut, und hoffe, Ihnen geht es genauso gut. Ja, bis jetzt. Ich habe hier einen direkten Anschluss, schauen Sie mal, ja, wir sind ein bisschen spät runtergekommen. Ich habe aber auch noch gar keine Info, wo es sozusagen weitergeht. Wupsti, wupsti, wups. Ja, wir sind da. Ich glaube, ich kriege noch einen kleinen Cappuccino. B5.